Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Witcher Blood and Wine. Jetzt gehen wir hier im Faustkampf an. Der Wischer. Finde ich hier den Boxer, den man den Maestro nennt? Maestro, Champion, der Unbesiegte. Er hat viele Namen. Du bist der Hexer, der die drei geringeren Meister ausgeschaltet hat? Der bin ich. Wollte gegen den Maestro kämpfen. Doch er scheint verhindert. Mit Alkohol kuriert der Maestro seine schlimme Schüchternheit. Er ist ein sensibler Mann, musst du wissen. Nüchtern würde er nicht mal ein Kissen ausklopfen. Ein nüchterner Kampf ist wie ein Tanz ohne Musik. Vergiss den Kampf. Du kannst ja kaum stehen, so blau bist du. Das geht sicher einen feuchten Kehricht an. Uff, du schwitzt, dass mein Wodka warm wird. Kämpfst du, ja oder nein? Also gut, ich fordere dich heraus. Moment! Hoppla, ich habe meine Prinzipien und Regeln. Wo ich esse, scheiß ich nicht. Und gegen nüchterne Leute kämpfe ich nicht. Was heißt das? Das heißt, entweder du trinkst oder du verpisst dich mit Anlauf. Schön. Mesdames, Monsieur, der Maestro tritt auf. Endlich. Also besoffen kämpfen, oder? Dann mal los. Du wirst es nie lernen. Ich mach Gehacktes aus dir. Hey, gut pariert. Dieser Konter, ja. Jetzt auch noch betrunken kämpfen, das ist so. Einfach glorreich. Danke. Ich kann es nicht fassen. Darauf muss ich trinken. Guter Kampf. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass du jetzt den Titel trägst. Da habe ich mehr Zeit für meine wahre Leidenschaft. Hiermit erkläre ich Hexer Geralt von Riva zum Faustkampf-Champion von Buclair. Bravo. Hier, deine Trophäe. Oh, die Fisterfaust. Leben ohne Saufen ist wie Lieben ohne Lecken. Wahr gesprochen, mein Freund. Liebe unsere Herrin, die Herzogin. Ach komm, ist gerade nicht so weit weg. Also können wir da auch mal zu dem Showputzer. Ganz ruhig. Keine Schläge, kleines Lamm. Ich brauche gute Verpflegung für die Seefahrt. Dann bist du hier. So ein bisschen betrunken bin ich immer noch. Nachts arbeiten Schuhputzer nicht. Ich sollte tagsüber wiederkommen. Wir können gerne warten. Welche Erklärung hast du dafür?
Ob es wochenlang gießt oder die Sonne glüht, wir stehen hier immer bis zum Knöchel im Matsch. Was kann ich für das wechselhafte Wetter in Beauclair? Wechselhaftes Wetter? Ich habe dich gesehen. Jeden Tag gibst du uns Abwasser vor dem Laden aus, damit die Leute sich die Schuhe einsauen und zu dir kommen. Eine abwegige Verschwörungstheorie, meine Herren. Verschwörung? Höchstens von meiner Gürtelschnalle gegen deinen Hintern. Komm her! Lasst ihn in Ruhe. Und wer zum Kuckuck bist du? Ein Hexer. Und ich rate euch dahin zu verschwinden, wo ihr hergekommen seid. Ich dachte, Hexer beschützen Menschen vor Monstern, nicht Kriminelle vor der Justiz. Ich muss mit dem Jungen reden. Du kannst mit dem schwatzen, bis dir die Zunge abfällt. Aber zuerst gerben wir ihm das Fell. Weg da! Kommt nicht in Frage. Ach nein? Dir können wir auch das Fell gerben. Das ist mir einerlei. Schlecht die Idee. Umzingelt ihn! Wir werden dir helfen, mit Betrügern gemeinsame Sache zu machen! Na, ich hänge fest. So, einer sollte kein großes Problem mehr darstellen. Problemchen gelöst. Wie immer. Was geht hier vor? Wer hat mit der Schlägerei angefangen? Ich bin dem Biest auf der Spur. Auf Befehl der Herzogin. Ah ja, wir haben von dir gehört. Und diese Männer, was machen die? Die behindern meine Untersuchungen. Verstehe. Na, ein paar Tage im Bau werden sie schon lehren, keine herzoglichen Angelegenheiten zu stören. Na los! Du kämpfst nicht schlecht, Herr. Du suchst nicht zufällig Arbeit. Wir wären ein feines Duo. Ach, wie stellst du dir das vor? Einfach wunderbar stelle ich mir das vor. Ich schlage eine Partnerschaft vor. Ich putze, du schiebst Wache. Und weil du stärker bist, bringst du morgens das Abwasser raus und machst Schlamm. Die Schlammgeschichte stimmt also? Kein Wunder, dass sie dich vertrennen wollten. Ich muss ja irgendwie leben. Und Herr, was sagst du? Partner? Lass mich drüber nachdenken. Hör mal, ich interessiere mich für einen gewissen Herrn. Halt, Moment! Setz dich doch erstmal. Aber meine Stiefel sind sauber. In dieser Stadt sind Stiefel nie sauber. Es sei denn, der Träger war gerade bei mir. Nimm Platz, Herr. Also, um wen geht es dir? Um einen deiner Kunden. Groß, elegante schwarze Kleidung. Er ist nicht von hier. Ein Fremder? Da klingelt irgendwas. Ein bescheidenes Sümmchen würde mir helfen, rauszufinden, was. Und wie viel? Sagen wir 500 Kronen. Bitte? Du spinnst wohl. Was willst du überhaupt mit so viel Geld? Mein Geschäft ausbauen. Du weißt schon. Einen ordentlichen Stamm, ein großes Schild, neue Kiste, neue Politur, neue Bürsten. Und wenn dann noch was übrig ist, kaufe ich mich beim Wäscher ein und kriege Abwasser umsonst. Du hast ja sorgfältig geplant. Und ob, mir fehlt nur noch das Kapital. Na gut, mal sehen, ob wir uns einigen können. Das ist nicht so ganz. Ich weiß nicht.
Ich wusste, wir einigen uns. Gut, damit bin ich einverstanden. Tausend Dank, das vergesse ich dir nicht. Und jetzt zur Sache. Ich kenne den Mann, den du suchst, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Er ist Stammkunde. Alle paar Tage kommt er her und ich kriege immer Trinkgeld. Weißt du, wo ich ihn finde? Nein, aber du kannst hier warten. Vielleicht kommt er ja. Dazu habe ich keine Zeit. Du hast wirklich keine Ahnung, wo ich ihn finden kann oder aus welcher Richtung er gekommen ist. Wenn ich Schuhe putze, schaue ich mir nicht an, aus welcher Richtung die Leute kommen, sondern ich putze. Es scheint ja nicht gerade voranzugehen. Oh, du hier. Geht es dir besser? Oh ja, danke. Die Luft in der Nekropole hier wirkt Wunder der Heilung. Also, wenn ich mich einmischen darf, hätte ich die richtige Frage zu stellen. Junger Mann, siehst du diese Fiole? Ein Tropfen davon in deine Politur und du kriegst jeden noch so verkrusteten Stiefel im Handumdrehen blitzblank. Damit schaffst du dreimal so viele Kunden wie bisher und musst dich dabei noch weniger anstrengen. Ich gebe dir die Fiole. Wenn du uns sagst, wo der Mann wohnt, den wir suchen. Aber ihr tut ihm doch nichts. Der Herr ist seltsam, aber freundlich. Er ist ein Freund von uns. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit und würden das gerne in Ordnung bringen. Ich bringe ihm die Schuhe vor eine rote Haustür beim Hafen. Ob er dahinter wohnt, weiß ich nicht. Wir sollten nachsehen. Vielleicht finden wir eine Spur. Soll ich euch noch die Stiefel säubern, bevor ihr geht? Bei allem Respekt, die haben es nötig. Danke. Später vielleicht. Dann wollen wir los, ne? Mit dem bist du ja schnell fertig geworden. Bei Kindern kommt es darauf an, den richtigen Ansatz zu verfolgen. Verdammt, durch diese Straße sehe ich überhaupt nichts mehr. Die richtige Bestechung auszupacken. Das habe ich gesehen. Du meine Güte. Da ist die rote Tür, die der Schuhputzer erwähnt hat. Rührt sich nicht. Ich muss hier aufbrechen. Dann kannst du dich auch mit einer Trommel auf die Straße stellen und brüllen, Detlef, ich komme! Etwas mehr Finesse, ich flehe dich an. Was schlägst du denn vor? Augenblick mal eben. Nicht schlecht. Schon mal überlegt, Einbrecher zu werden? Da wäre diese Fähigkeit äußerst nützlich. Ich habe es kurz erwogen, aber ich kam zu dem Schluss, dass es mir zu langweilig wäre. Komm. Ist er hier? Spürst du ihn? Nein, er ist nicht hier. Er war es aber vor kurzem. Sein Geruch ist noch stark. Sehen wir uns um. Ist hier auch überhaupt nicht gruselig. Ein altes Spielzeug. Nutzlos. Schade. Das hat mal jemandem Spaß gemacht. Gehen wir auf den Dachboden. Das ist also sein Nest. Sehen wir uns um. Ein Frauenbild. Etwas beschmutzt. Ist das seine Flamme? Ich weiß es nicht. Erinnert mich an jemanden. An wen? Ich bin nicht sicher. Aber mir ist, als hätte ich das Gesicht schon gesehen.
Detlef van der Eretein, du weißt nicht, wer wir sind, aber wir wissen, was du bist. Wir kennen außerdem deine Schwäche für eine Frau, die Renavet genannt wird. Du sollst dieses wissen. Wir ketten sie an und lassen sie von Ratten fressen. Wir ziehen ihr die Haut ab. Es sei denn, du rettest sie. Du musst nach Beauclair gehen und dort 5 Männer so töten, wie wir es dir sagen. Dies musst du innerhalb von 3 Tagen schaffen. Wenn du scheiterst, wird der nächste Brief einen Finger deiner Geliebten enthalten. Na bitte. Der Beweis, dass Detlef nicht aus eigenem Antrieb tötet. Er wird erpresst. Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Hat Detlef Feinde? Hin und wieder macht er sich welche, aber sie leben nie sehr lange. Einer ist ihm vielleicht entwischt. Theoretisch möglich, aber ich wüsste von keinem. Er müsste teuflisch waghalsig sein. Das weißt du ja jetzt, wo du Detlef kennst. Wer immer es ist eine neue Figur. Wer ist Renavet? Seine einstige Geliebte. Die einzige Menschenfrau, der er je verbunden war. Sie akzeptierte ihn. Mit ihrer Hilfe fand er seinen Platz in einer feindlichen Welt. Sie begann mit der Arbeit, die ich fortzuführen trachte. Hast du sie kennengelernt? Leider nicht. Sie hat ihn verlassen, bevor er mich rettete. Wobei er stets sagte, sie gelte als vermisst. Wie kam er zu der Auffassung? Gab es entsprechende Anzeichen? Nicht, dass ich wüsste. Anscheinend ist sie eines Tages mitsamt ihren Habseligkeiten verschwunden. Das wäre bei einer Entführung ungewöhnlich. Ich neige eher zu der Auffassung, dass sie freiwillig gegangen ist. Vielleicht war er in Zorn geraten und sie hatte seine monströse Seite gesehen. Detlef will nicht wahrhaben, dass sie ihn verlassen hat? Ist das so schwer zu glauben? Kennst du niemanden, der damit Schwierigkeiten hatte? Und Detlef ist noch viel emotionaler als die meisten Menschen. Er hat sie nicht nur geliebt, sondern sie war ein Rudelmitglied für ihn. Und sein Rudel verlässt man nicht freiwillig. Hat Detlef nicht nach ihr gesucht? Wenn sie doch so wichtig ist? Höheren Vampiren stehen ja einige Methoden zu Gebote. Es hätte doch ganz einfach für ihn sein müssen. Geralt, wie du zutreffend bemerkst, sind wir Vampire. Keine Wundertäter. Natürlich hat er sie gesucht. Monatelang. Aber Renavet kannte ihn zu gut. Sie hat ihre Spuren verwischt und ihm keine Möglichkeit gelassen, sie zu finden. Renavet mag ihn ja verlassen haben, aber nun ist sie doch offenbar tatsächlich entführt worden. Es sieht ganz so aus. Schwer zu sagen, wozu er bereit ist, um sie zu befreien. Zum Töten ist er offenkundig bereit. Das wärst du für Yennefer auch. Sie bedeutet ihm sehr viel. Im Gegensatz zu denen, die er getötet hat. Ja, ich verstehe. Er will ein Weibchen aus seinem Rudel retten. Genau. Also erpresst ihn jemand, das wissen wir jetzt. Aber wir wissen nicht wer. Wir müssen weitersuchen. Das Werkzeug wurde neulich benutzt. Entspannt sich Detlef zwischen den Morden, indem er Spielzeug repariert? Bitte, Geralt, muss das sein? Schöne Melodie. Oh ja. Ich weiß nicht warum, aber sie erinnert mich an zu Hause. An unsere wahre Heimat vor der Sphärenkonjunktion. Sieh mal, Papierstreifen mit Namen drauf. Graf Crespi, Graf du Lac, Milton de Peyrac-Peyron, Graf de la Croix. Detlefs Opfer, samt und sonders. Aber das ist nicht seine Handschrift. Offenbar aus derselben Feder wie der Brief. Alles mit der gleichen Tinte verfasst.
Siehst du die Farbe? Die Tinte enthält Cinnabarit, ein seltenes Mineral. Man findet es eigentlich nur in Nazair. Aber das heißt nicht viel. Jeder kann solche Tinte importieren. Stimmt, trotzdem sollten wir es im Hinterkopf behalten. Schau, dieser Zettel hat Flecken. Wein. Das gibt auch nicht viel her. Erst recht nicht in Beauclair. Vielleicht nicht. Trotzdem sollten wir auch das im Hinterkopf behalten. Ich möchte wissen, wer ihn erpresst. Warum das? Regis, jemand entführt die Geliebte eines Vampirs. Das ist schon dreist. Jetzt zwingt er den Vampir zum Töten, von dem du sagst, dass er kein Mörder ist. Die Erpresser sind Profis, besondere Leute. Hm. Scharfsinnig. Wo ich drüber nachdenke, frage ich mich... Ob es nicht einer von euch ist? Noch ein Vampir? Genau. Die Sache wird interessant. Es ist nur eine Theorie. Ich würde mich nicht drauf verlassen, ehe wir nicht mehr wissen. Da hast du recht. Fassen wir zusammen, was wir wissen. Offenbar wird Detlaff erpresst. Jemand hat ihm die Namen seiner Opfer übermittelt. Alle mit derselben Tinte aus Nazair verfasst. Und nicht in seiner Handschrift. Das ist nicht viel. Aber genug, um Detlaffs Unschuld zu beweisen. Eindeutig. Das stimmt. Detlaff wird manipuliert. Irgendein Irrer benutzt ihn als Waffe, um Leute umzubringen. Es sieht so aus. Aber daraus ergibt sich eine Vorgehensweise für uns. Wir müssen Renavet finden. Dann haben der oder die Irren Detlaff nicht mehr in der Hand. Kein schlechter Einfall. Hm. Könnte ein Versuch wert sein. Aber was ist mit Detlaff? Der tötet doch weiter, solange ich seine Geliebte suche. Tut er nicht. Ich überzeuge ihn, dass du ein Freund bist, der helfen will. Und dass er sich ruhig verhalten muss. Ich warte hier auf ihn. Er wird schon nicht so lange ausbleiben. Denkst du, er hört dir zu? Das wird er. Vielleicht sollte ich mit dir warten. Nein, das riecht er eine Meile gegen den Wind. Dann kommt er nicht. Ich bleibe besser allein. Hier musst du mir vertrauen. Gut, ich muss ohnehin der Herzogin Bericht erstatten. Tu das. Wir warten hier auf dich. Detlaff und ich. Emil Riges Rolek Terziews Godefroy. What? Gut. Meine Gesundheit. Mehr verlange Stock ich gar und nicht. Peitsche für die Aufrührer. Unsere Herzogin. Dein Getränk, Geralt. Fantastisch. Du bist ja ein leckeres. Oh, oh, ich muss speien. Na ja. Ah, genug gesagt. Patrouille. Sans Sebastian. So. Aber ich würde sagen, wir machen erst oder reden erst in der nächsten Folge mit der Herzogin. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich dann an dieser Stelle von dieser Folge und hoffe, wir sehen uns in der nächsten. Ja, und mal gucken, wie es halt weitergeht. Bis dahin, ciao.